Ja, hallo und damit herzlich willkommen Zurück zu zu einer einem weiteren weiteren Video hier und auf Folge diesem Kanal zu Animation kommen gleich. Slowdown bei Und uns ja, hier wir auf sind halt unserem beim Kanal. Daily Shop, ne? Combo Mastery von Combo heute. Mastery. So, dann schauen wir da mal ganz kurz rein. Also heute sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen da, aber Nice. leider nur für die Gems. Naja gut. Also wir haben jetzt einmal hier Chest Etching. Gott, Hilfe. Ist Bänder mit Kunst. Was hast du jetzt geschafft? Ja, ich habe ganz kurz den Dödel. Bänder mit Kunstkarten ist nicht so toll, schlecht. Es gibt nur drei Stück davon. Und das McColon, Juhu Colony. Ja. Ja. Also, ist, ja, aber keine 500 Gems wert, auf keinen Fall. Definitiv nicht. So, dann haben wie geil, wir, so kann man das echt gut machen, ne? Ja. Dann haben wir hier den Pinguin-Konservator. Ich bin schon eine Karte weiter. Den Pinguin-Konservator mit der Lila. Die ist schon geil. Also Pinguin-Konservator kann man auch schon den ein oder anderen First Hit landen. Vor allem, wenn man eben die Mythic Lila am Start hat. Dazu dann noch irgendwo eine Legi-Waffenkarte. Dann tut die schon richtig weh, wie ihr sehen könnt da. Ne? Also das Ding. Guck mal, da haben wir den Pantry Guns. Eieiei, da machst du gleich mal von vornherein 50 Schaden, ja. So, ja, aber 500 Gems dafür ist mir auch zu teuer. Also 500 Gems nur für diese Combo Mastery, dass die ein bisschen stärker wird, ist mir zu teuer. Wer genug Gems hat, der kann das gerne mal machen. Dann haben wir hier den Secret Asian Man. Jetzt will er, mach mal bitte Stopp bei dem Mythic. Mit einer Legi, weil ich kenne die so. War doch oben. Nein, nicht mit einer Legi. Doch, die war doch eben gerade oben mit einer Legi. Da oben ist sie doch mit einer Legi. Ja. Mit Rogers Kleiderschrank. So. Naja. Gut, 22 Cripple, 25 Angriff, 61 Leben. Ja. Also. Da jetzt meine Steine für ausgeben würde, weiß ich nicht, also ich glaube es nicht. Und dann kommen wir zu einer anderen Combo, die ich früher gefürchtet habe in der Anfangszeit. Das ist tatsächlich der Mushu. Ja, ich frage mich eigentlich, warum ich die früher gefürchtet habe, weil ich wahrscheinlich nicht durch die Mauer durchkam. Ja. Das war wahrscheinlich das Problem. Das ist aber auch alles, was diese Karte eigentlich hat. Einmal die Mauer da. Und ja, also auch nicht wirklich prickelnd. Das bedeutet, wie sich die Zeiten ändern. Früher hatte ich vor dieser Karte wirklich Respekt. Genauso wie vor dem katzenängstlichen Stan. Sexy. Sexy, stimmt, sexy. Sexy Katzen. Genau, Stan da, ja. Der, oh, wenn der am Start war, habe ich eigentlich fast immer verloren. Warum auch immer. Also, so. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber liken und freuen. Bis dahin und ein und. Ciao. Ich bin Abo, ich natürlich auch sehr freuen. Bis dahin und.